Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Wir haben noch 4 Spiele, um 3 Punkte zu holen, um in der Liga zu bleiben. So, und ja, heute ist die Bundesliga-Mannschaft wieder dran, unverändert. Ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ein paar Leute müssen halt noch komplett in die Mannschaft integriert werden. Es sind nur noch 3 Stück und dann dürfte das auch bald passiert sein. Jo, ich suche mir einen Gegner, ihr seht einen Cut, also bis gleich. Gut, da haben wir den nächsten Gegner auf unserer Liste. Wir sind mal wieder daheim. Alter. Zweimal hintereinander, oder zweimal kurze Zeit hintereinander. Danke. So. Spielen. Der wollte wohl nur mein zweites Trikot sehen. So. Eine machbare Aufgabe mal wieder. Würde ich jetzt behaupten, Bundesliga-Team gegen Bundesliga-Team. Hernandez und Ramos im Sturm hatte ich auch mal eine Zeit lang. Kalou muss sich noch beweisen, das wird hoffentlich noch. Ja, Ramos habe ich ja noch sicherheitshalber im Verein, falls Kalou nicht so einschlägt, wie ich ihn gerne hätte. So, schön abgenommen den Ball. Da lassen wir nichts anbrennen. Na, shit, und dann mache ich den Fehlpass nach vorne. Sauber, Benatia. So, geht hier sauber mit. So, raus auf Hernandez, der den Ball hier nicht im Spiel halten kann. Der geht ihm ins Aus. Naja, egal. Beherzt, einfach spielen und dann geht da was. Sauber. Oh, komm. Schade. Oh. Und weiter geht's. Na, oh, oder auch nicht. Da stoppt mich der Gegner einfach mal. Und da hat er Platz. Da hat er echt viel Platz. Benaglio ist aber da. Rettet den erstmal ins Aus. So, Einwurf für meinen Gegner. Da lassen wir uns nicht beirren. So, was? Foulspiel. Dauerte aber eine ziemliche Zeit hier. Achso. Oh, ich mach mal kurz. Oh, raus auf Schürrle. Ah, Schürrle springt der Ball weg. Das ist natürlich immer bitter. Alonso ist dazwischen. Oh, komm, ey, was ist denn da los gerade? Wow! Die Grätsche wollte ich eigentlich so nicht auspacken. Zum Glück nur eine gelbe. Eieiei. Das ist natürlich dann schon sehr aggressiv von mir gewesen. Muss man zugeben. So, Freistoß. Führt er direkt aus, aber Benaglio steht wie eine Bonk. So, der geht weit. Den kriegt Kalou gut auf den Fuß. Ah, schade. Hat aber nicht ganz geklappt. So. Hernandez. Butz! 1-0! Von Hernandez. Schöner Schuss. Er kommt immer besser ins Team. Steht auch Premium und dann haut er das Ding einfach wunderschön im Winkel rein. Nee, Schaka war's. Schaka war's. So, jetzt den Durchrun des Gegners stoppen. So, danke. Es geht doch. Und auf nach vorne, würde ich sagen. So, Hernandez. Ah, shit, verliert den Ball. Oh, shit. Oh. Hernandez. Hernandez. Schade. Kalou. Kalou will es auch mal probieren. Will auch mal abziehen. Aber da ist einfach mal das Verteidigungsbollwerk da. So, Sokratis ist gelb vorbelastet. Müssen wir aufpassen mit ihm. Aber da sind wir zwischen. So, Einwurf für meinen Gegner. Wir sind schon mal vorne. Das ist schon mal entspannend. So, schön gemacht. So, hier hochgegeben, Schürrle. Schürrle läuft hier gut durch. Sieht Hernandez, aber der ist zu weit. Ja, mein Gegner will hier in der Mannschaft was umstellen oder hat einfach mal das Bedürfnis, eine Pinkelpause einzulegen. Ist ja eigentlich kein Problem, kann er ja mal machen. Solange er es nicht zu oft macht, das ist ja natürlich das Nächste. Weißt du, oft regt es mich dann wieder mal die Zehnt auf, muss man ja sagen. So. Aus Kuller den Ball. Ja, kann man machen. So, zwischengehen. Oh, da bleiben wir ganz dreckig hängen. Alter, wie er sich da durch
setzt. Muss man sagen, das ist ja schon fast nicht feierlich. So, werfe ich nur aus. Mkhitaryan steht da bereit, um den im Empfang zu nehmen. So, schön auf Kalou. Oh, der hat den Pass gespielt, aber dann war der auch nicht mehr so Premium. Da ist er durch mit Maxim. Alter. Boah, der kann da noch zum Schuss kommen. Wer macht da das Foulspiel? Mein Gegner. Ja, schon mal gut. Weiter Abschlag. Naja. Auch nicht so. Ja, aufpassen. Ah. Aber wir haben mal unkonzentriert. So, der kommt zu Hernandez durch. Putz! 2-0! Schön gemacht, schöner Run. Erst hält der Keeper und dann kann Hernandez selber nochmal einköpfen. Wenn er zur Mitte abprallen lassen hätte, wäre Schaka auch noch bereit gestanden. 2-0! Wunderschön. So, ihn erstmal stören. Oh, er probiert es mit einem Distanzschuss. Nope, ist nicht. Sein Hernandez kriegt eine gelbe. Oder hat eine gelbe bekommen. Oh, dranbleiben, sauber. Oh, schön. Hernandez bedient wieder. So, reinziehen. Ah, schade. Wollte ich ein Stück noch weiter rein. Er ist den Abschluss mit Gewalt zu suchen. Scheiße. Den hat Benaglio. Boah, Premium. Premium gehalten. So, Benaglio wieder. So, und ab nach vorne mit dem Ei. So, Hernandez kann den sogar schön annehmen. Relativ schön. Für die Geschwindigkeit des Balles annehmbar. Kalou. Kalou. Ah, schade. Wieso ziehe ich da nicht einfach ab? Da muss ich mich immer selber ärgern, wenn ich sowas fabriziere. So, schön zu Schürrle gespielt. Und dann auch nach vorne. Hernandez im Abseits. So, der Pfiff ertönt aber nicht, weil ich auch nicht auf den Sack gehe, dem Keeper. Oh, shit. So, da ist er durch. Ah, hat er Abseits. Jupp, hat er Abseits. Ja, oh, schön hier rüber. Ah, Schaka wollte ein bisschen verlängern, hat aber nicht ganz geklappt. Oh, das war gefährlich. Hätte man auch zwischenkommen können. Hätte, aua, funktionieren können. Wer hat jetzt das Foulspiel gemacht? Hallo! Massenfallen da in der Mitte. Die Masse fällt. Oh, shit. So, da sind wir nicht mehr ganz hingekommen. Gegner drückt hier schon wieder gut rein. Ach komm, Elfmeter, wirklich? Willst du mich verarschen? Ich habe nur den Fuß ganz leicht berührt. So, links oder rechts ist die Frage. Ich glaube aber rechts oben. Nein, links oben. Schade. Macht halt der Torwart den Elfmeter. Wieso nicht? Ja, kann man ja auch mal machen. Ist immer ein bisschen fies, muss man ja sagen, wenn der Torwart hier das macht. So, dranbleiben. Nicht hier schon wieder zerfallen. Oh, Alter. Ein Pass, der beinahe zum Torschuss mutierte. So, weiter Ball, danke. No, komm, ey. Komm ich hier gerade nicht hin? So, Benaglio hat den. Sauber. Oh, sind wir zwischen. Und jetzt endlich mal wieder aufbauen. Was Anständiges. So. Hernandez. Komm, lauf, 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 lauf. Flanke. Kommt. Kalou. Oh! Zu weit draußen der Ball. Aber wäre schön gewesen. Naja. 2-1 zur Hälfte. Für uns 61% der Pässe bringen wir nur durch. Alter Schwede, ich dachte, ich passe besser. Aber naja, dann wohl eher nicht. Mein Gegner hat wohl jetzt Anstoß. Normalerweise, nee, ich habe Anstoß. Das nehme ich doch gerne mit. Im heimischen Stadion. So, Rodriguez.
So, legt hier erstmal eine Pause ein. Macht hier erstmal einen gemütlichen Pass. So, Mkhitaryan zieht hier wunderbar rein. So, Xhaka verliert den Ball. Mensch, immer diese Ruckler. Das nervt mich immer dezent an. So, da ist Platz, da ist Raum. Da ist er drin, 2-2. Wo war da bitte meine Abwehr? Das ist natürlich die nächste Frage. Aber naja, egal. 2-2. So, das Längen fängt es ein bisschen stärker an. Ist ja super. So, dranbleiben. Alter, der ist doch im Abseits. Danke. Alter, das leckt hier gerade mal übelst. Oh, weiter Ball. Oh, wie ich die nie ankommen lassen kann. Alter. So, sauber. Xavi Alonso. Oh, da habe ich zu lange überlegt, wo ich hinpassen soll. So, Mkhitaryan. Komm, starte durch, mein Junge. So, sauber. Ah, shit. Habe ich den Ball nicht mehr spielen können. Aber den Hammer, oder? Nein, Hammer nicht. Rodriguez hat da seine argen Probleme gerade. Oh, da sind wir zwischen. Sauber, Mkhitaryan. So, raus, Hernandez. Ah, oh, schade. Zu spät gesehen, dass er... Alter, holt er mich da von den Beinen. Holt er mich da von den Beinen. Das gibt eine gelbe. Oh, komm. Na, komm, ey. Dann zieht er den so rüber. So, Kopfball. Kriegen wir. Oh, der geht nicht zu Kalou. War klar. Abstoß. Mensch, das Geruckle könnte mal kurz aufhören. Dass ich wieder in Spielflow kommen kann. Mein Hernandez ist verletzt. Ja, super. Auch wenn er hier verletzt ist, kann er hier Unruhe stiften. So, da sind wir zwischen. Da auch. Super. So, Hernandez, der Verletzte. Ah, komm, ey. Nimm da den Ball dann nicht mehr mit. Alter, komm schon. Kann doch nicht wahr sein. Und der rennt da an. Boah. Verfluchte Axt. So, schön auf Kalou rausgegeben. Er kann hier Richtung Mitte ziehen. Freistoß kriegen wir auch noch. Ah, schade. Da kommen wir nicht ganz hin. Ah, shit. Habe ich mich umlaufen lassen. Ah, komm. Oh, nein. Oh, der ist drin. Mensch. Unter die Latte gezimmert. Ja, der ist drin. Klares Ding. So, jetzt muss ich auf sehr offensiv stellen. Ich brauche hier den Sieg. So, rübergeben. Danke. Rodriguez. Zu Schürrle. Schürrle. Oh, komm, ey. Hätte ihn vielleicht nochmal querlegen sollen. Das Geruckel ist gerade nicht schön. Es ist gar nicht schön. Vor allem, es wurde über die Partie hinweg immer schlimmer. Oh, schöner Schuss.
Also aber mein Gegner einfach mal zwischen. So, schöne Grätsche. Piszczek hat den. Flanke kommt. Oh, komm mal nicht druckvoll genug dahin. So, Abstoß, okay. Ah, shit. Der war nicht druckvoll genug. Oh. Hammer, Mkhitaryan. Oh, shit. So, schön durchgesteckt zu Xhaka. Xhaka bringt eine Flanke. Oh. Dann nimmt er den hier Premium mit der Brust an. Unser Schürrle. Und dann kommt so was bei rum. Ja, wenn es nicht durch die Mitte geht bei mir, dann werde ich krankhaft. Alter, immer wenn ich was machen muss, gibt es einen Ruckler. Also die Partie ist wirklich ein Graus gerade. Oh, er ist ein bisschen weit nach vorne und ist natürlich im Abseits, weil wir spielen ja immer den an, der im Abseits steht. Oh, er wieder mit dem weiten Ball. Oh, komm nach vorne. Ah, komm mit der Hacke. Wenn dann konzentriert spielen die Pässe. So, sind wir zwischen. Ah, da brauche ich mich eigentlich nicht wundern, wenn kein Abwehrspieler mehr hinten ist. Ah, shit, da komme ich nicht mehr hin. So, komm schon. Boah. Ich stehe schon auf sehr offensiv. Kein Foulspiel. Ach komm. Totaler Angriff. 3 Minuten noch. Wow. Und er hat einen Ball. Ja, und kriegt die Ecke. Weil wenn man klärt, dann klärt man den immer komplett ins Aus. So, sauber. Dann kriegt er den nochmal hier. So. Ah, naja, verlieren wir halt noch eins. So, Einwurf. Oh, komm, ey. Ja, jetzt pfeift ab. Ist ja egal. 2-1. 3-2 haben wir verloren. Schade. War eine Partie auf Augenhöhe. Aber das Geruckel hat mich dann so sehr fertig gemacht, weil ich dann nicht mehr im Flow kam. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Und bis dahin, ciao.